Hallo, meine kleinen Bastelschlawiner. Mein Stuhl knirscht wieder. Heute werden wir zusammen das Album von der Jasmin, also das Cover, verzieren. Und zwar habe ich mir gedacht, damit, ich weiß ja immer noch nicht, für was sie es benutzt, damit sie hier reinschreiben kann, wo sie war oder was da drin ist oder wer da drin ist, mache ich hier so eine kleine Blume rein. Ja, wundert euch nicht über meine Stanzen, die muss ich mal wieder sauber machen. Ihr kennt es ja selber mit Washi-Tape. Genau, dafür habe ich diese Stanzen benutzt. Jetzt machen wir erstmal, was wir alles gebraucht haben. Das tun wir ganz weg. Dann haben wir, also dafür habe ich, da ich noch nicht wusste, welche Farbe das Äußere haben soll, habe ich das einmal mit so einem Fliederlilanen ausgestanzt und da würde dann halt das so drauf kommen. Oder was vielleicht auch ganz süß wäre, hier in Rosa und dann kommt das vorne drauf. Genau, also das haben wir schon mal. Genau. Dann habe ich mir gedacht, wir machen das mit 3D-Blumen, obwohl ich sagen muss, wenn ich ein Album habe, ich schiebe das so ins Regal rein. Und wenn dann hier so großes Special-Ding ist, ist das irgendwie blöd, weil wenn ich dann was daneben stelle, drückt es das entweder zusammen oder es fliegt ab. Als erst habe ich mir gedacht, okay, ich mache es hier am Buchrücken. Aber man hat hier einfach mehr Platz. Okay, dafür habe ich mir diese drei Stanzen ausgesucht. Also es sind, ich halte es euch mal hin. Das sind genau, also meine Hände sind heute sehr trocken. Warum weiß ich nicht, ich habe sie eingecremt. Sind dreimal von derselben Blume. Genau, die benutze ich dann für die 3D-Blumen. Dann habe ich mir gedacht, ich habe jetzt so viele Blätter, so Blatt-Dinger da mir bestellt und bekommen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, komm, für das nehmen wir einheitlich. Und zwar haben wir das hier, habe ich diese hier benutzt. Und das ist dabei rausgekommen. Der hier wollte einfach nicht aus der Stanzform, deswegen schaut er so aus. Aber das ist wurscht, sieht man am Schluss eh nicht mehr. Genau, daraus, also die habe ich hier ausgestanzt. Moment, ich habe noch ein bisschen mehr. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, weil ich habe vorher schon mal das Video angefangen und das wäre eine Never-Ending Story. Ich sag's euch. Deswegen habe ich ein bisschen vorgearbeitet. Genau, also das zu den Blumen, das zu den Beschriften. Und jetzt haben wir da noch was. Warte mal schnell, das hat sich jetzt verhakelt. So, genau. Und für die Blätter habe ich mir diese hier ausgestanzt. Ich komme gleich mal ein bisschen näher. Und zwar zeige ich euch auch gleich, aus welchem Blatt. Ich hatte, also ich finde das total hübsch, weil eben Blätter in der Natur auch nicht gleich ausschauen. Ich hatte mir, Moment, ich muss mal kurz drüber. So. Ich hatte mir eigentlich für die Blätter dieses hier ausgesucht. Aber jetzt schaut's mal. Was schaut schöner aus? Also, okay, da ist jetzt viel Weiß dran jetzt, Moment. Also komm, das schaut doch viel natürlicher aus. Deswegen habe ich mich dann für das entschieden. Und zwar ist es ein Blatt. Ich lang noch mal kurz durchs Bild. Und zwar ist es ein Blatt von diesem Block vom Action, wo ich bis heute nicht weiß, warum ich mir den Gekaufballer gekauft habe, weil ich überhaupt nicht so auf dieses extreme Blumi-Blumi stehe. Aber egal, habe ich mich für, also ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, oder die meisten auf jeden Fall, habe ich mir da ein Blatt ausgesucht und zwar dieses. Ja, es ist selber einfach so eine Blätterranke. Und ich habe mir gedacht, hey, das schaut echt mega natürlich aus. Also einigermaßen mega natürlich. Und deswegen habe ich mir das genommen. So, jetzt tun wir mal die Stanzen weg. Also ich weiß jetzt nicht, welches wir benutzen sollen. Warum könnt ihr nicht mit mir reden? Also, ich habe mir fast gedacht, wir nehmen das Rosa, ne, weil ich extra für die Blüten mir ja auch sowas ausgesucht habe, wo es dann immer mehr ins Rosane geht. Und ja, aber irgendwie sticht mir das zu viel raus. Jetzt schauen wir mal mit dem Lilanen. Doch, ich glaube, ich bleibe bei Lila. Ich bin einfach der Lila-Mensch. Schreibt mir mal in die Kommentare oder in einer E-Mail,
Für welche Farbe ihr euch entschieden hättet. Also ich bleibe bei Lila. So. Punkt. Das werden wir jetzt gleich zusammen aufkleben. Ich nehme wieder meinen umgefüllten Tacky-Glue und werde das dann hier draufkleben. Es tut mir leid, dass es ab und zu heller und ab und zu dunkler wird, aber die Sonne kommt mal raus, kommt mal wieder nicht raus und ja. So, einigermaßen mittig. Wir sind ja hier nicht in der Schule. Genau, das wäre dann schon mal der Aufleger. Ich habe mir gedacht, ich mache ihn mittig. Ich bin immer so ein Mensch, kenne ich noch von der Schule und von überall, von Heften. Das muss hier oben hin. Aber umso mehr mittiger wir es machen, umso mehr Platz haben wir zu verzieren. Kommt, Leute, das machen wir. Jetzt kleben wir das hier auf. Übrigens, ich habe es nicht vergessen, gell? Also es gibt immer noch das 150 Abonnenten-Special, sobald die 150 Abonnenten zusammen sind. Genau, also eifrig abonnieren, Daumen nach oben da lassen, Kommentar. Ihr wisst, was ich meine. So, also, das ist jetzt gemacht. Wie gesagt, also ich sage es ja in jedem Video, sobald ich fertig bin mit dem Video, wird nochmal nachgebessert und nochmal Kleber drauf gemacht. Das ist jetzt erstmal der Anfang. So, jetzt kommen wir zu der eigentlichen Arbeit. Ach, oh Leute, jetzt habe ich gar nicht gezeigt, was wir noch dafür brauchen. Und zwar habe ich doch hier meinen Dot-Ordner. Und da kommt natürlich dann was in die Mitte von der Blume. So, jetzt werden wir anfangen, unsere Blumen 3D-mäßig zu formen. Und zwar, das kann. Oh, Jesus, ich habe. Ja, ich war wieder mal arbeiten. Aber schaut's mal, ich muss so viel Desinfektionsmittel in der Arbeit benutzen. Meine Hände sind kaputt. Also nehmt mir das nicht übel. So, ich mache das so. Und zwar wickele ich das hier um den Pinsel. Und gleichzeitig hebe ich das ein bisschen nach oben, weil hier unten wird ja dann unser Klebepunkt sein. Das machen wir jetzt nochmal und nochmal. Und ihr könnt meinen Dreck unter den Fingernägeln sehen. Ja, ist das nicht schön? So, genau. So schaut es dann aus. Ich würde jetzt mal sagen, ich mache jetzt mal kurz Pause, damit das Video nicht ewig dauert. Werde mir die alle zusammendrehen und beim Zusammenkleben sind wir dann wieder zusammen. Bis gleich! So, da bin ich wieder. So, meine Blüten sind alle zusammengetrallert. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Ist ja auch wurscht. Ich nehme wieder meinen Tacky-Glue. Wie ihr alle wisst. Eigentlich sollte ich von Action bezahlt werden, weil ich so für diesen Taggy-Clue schwärme. Aber nein, mir gibt man natürlich kein Geld. So, Leute, also das sind meine großen, das sind meine mittelgroßen. Entschuldigung, muss ich jetzt erstmal hier für mich selber ein bisschen sortieren. Ich rutsche jetzt mal ein bisschen rüber, weil ich mache immer Schatten. Genau, jetzt nehmen wir unsere Blume und machen einfach in die Mitte einen Tropfen Kleber. Das machen wir jetzt bei allen. Ich weiß noch nicht, wie viele Blumen ich nutzen werde. Ich bin dann doch immer eher fürs Minimale. Aber es kann ja sein, dass ich heute mal ganz wild drauf bin. So, genau, das wäre dieses. Und ja. So, schaut's her. Und jetzt nehmen wir einfach unsere kleineren, also eine Größe kleiner. Hoppala, und schmeißen es weg und legen es drauf. Und damit die Biegung weiterhin bleibt, drücken wir das mit etwas fest. Also keine Ahnung, mit irgendwas. Ihr wisst ja wieder, ich mache alles ohne Anleitung. Bei mir schaut es immer ein bisschen anders aus als bei anderen Bastlern. So, genau. Ihr seht es ja wunderschön, gell? Dann machen wir jetzt. Diese hier, hoppala, gehst du da rein? So. Und damit es nicht alles einheitlich ist, würde ich sagen, machen wir jetzt hier eine kleine rein. Entschuldigung, ich werfe hier schon wieder Schatten.
Schatten, Schatten, Schatten. Genau, das sind schon mal die. Ich zoome jetzt nochmal raus. Ich habe jetzt noch eine mittlere und eine kleine. Und ich würde sagen, wir kleben, obala, das war eine Blase. Schaut aber auch hübsch aus, ne? So, ich hoffe, die Blase reicht als Kleber. Da legen wir jetzt noch das, obala. Mein Gott, Bibi, du bist so chaotisch. Es ist so schrecklich. So, auch fest. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Blase gereicht hat, aber wurscht die Pupsi. So, genau. So schauen sie bis jetzt aus. Und das ist doch toll. Jetzt schieben wir die kurz mal auf die Seite. Wischen unseren Kleber weg. Und holen unseren Dot-Ordner. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich habe jetzt für dieses Video keine extra gemacht, sondern wir nehmen jetzt einfach das, was in unserem Bestand ist. Grün würde ich sagen, nein. Wie schaut es mit Rosa aus? Das ist eigentlich zu krass. Wie schaut es mit Lila aus? Jetzt machen wir mal da eins auf. Hätte ich ja auch vorher schon mal entscheiden können. Was haben wir da? Aber dann wäre ja das kein Bibi-Video, wenn ich das vorher schon alles gemacht hätte. Nee, ich muss sagen, das gefällt mir nicht. Schauen wir mal, was wir da sonst noch so drin haben. Komm mal du raus, du Lilana. Daiwe. So. Was sagt ihr? Oder sollen wir zu Silber greifen? Nee, das Album hat einen lila Stich, deswegen machen wir jetzt lila. Und zwar brauchen wir, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann brauchen wir auch, Moment, ich drehe das Ganze mal um, weil ist ein bisschen umständlich. So, also einen Hammer. Dann haben wir, ich muss nur immer schauen, weil manche sind nicht so toll geworden. Doch, der geht. Zwei, die Sonne geht mal wieder weg, also nicht wundern. Wir arbeiten naturbelassen. Wir brauchen keinen Strom. Wir arbeiten mit Sonne. So, jetzt schauen wir mal. Schaut's mal. Ja, der würde mir jetzt nicht so gut gefallen. Und hier muss man noch den Rand wegschneiden. Aber macht nichts, die nehmen wir her. Jetzt kleben wir zu und machen unseren Ordner weg. Holen. Cookie, spinnst du heute? Erzählst du heute Geschichten? Ja. Du hörst dich an wie ein Baby. Miau mal richtig. Ha, Cookie? Machst du aus? So, also nur damit ihr mal wisst. Ja, mein schwarzer Kater lebt auch. Jetzt habt ihr ihn mal mitbekommen. Ja, genau. Und er erzählt im Hintergrund immer noch Geschichten. Ich glaube, der will raus. Magst du raus, Cookie? Nee, mag er nicht. Okay, gut. So, jetzt machen wir weiter und kleben. Was ich eigentlich ein bisschen unrealistisch finde, weil ich habe noch nie in einer Blume einen lila... Oder habe ich das schon mal gesehen? Weiß ich jetzt nicht. Egal, wir machen es einfach. So. Ich habe jetzt schon wieder überall Kleber. Ich schaue aus. Gibt man mir eine Flasche Kleber in die Hand, ist die Flasche leer. Und zwar nicht wegen dem Basteln, sondern weil mir alles an den Fingern hängt. So. Und. Moment, ich hol's mal in die Kamera, wenn's will. Und. Doch. Hoppala. Ist ganz süß. Dann machen wir doch einfach gleich mal weiter. Oder soll ich nochmal Pause machen? Ja, wir sind schon bei 13 Minuten. Ich schneide jetzt den Rand nicht weg von dem Dot, wo ich es mir vorher gedacht habe, weil das Papier sich sehr ähnelt. Also ich denke nicht, dass es groß auffallen wird. Außer jetzt bei Rosa, da muss ich jetzt einen nehmen, wo ich nichts wegschneiden muss. So, ich mache das jetzt mal schnell weiter. So, da bin ich wieder mit meinem knirschenden Stuhl. Meine Blumen sind fertig, also das hier. Und jetzt würde ich sagen, legen wir uns das doch mal zusammen auf, wie wir das haben wollen. Ich habe nämlich wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie gemacht. So könnte man das machen. Und so bin ich auf dem Bild. Ich mache es mal seitlich, damit man besser sieht.
So, und hoppala, da ist jetzt schon mein Dot verrutscht. Schau, so schnell geht es. So, ich würde jetzt mal sagen, ich mache gar nicht so viel, weil dann können wir nämlich die noch zum Verzieren benutzen. Jetzt kommt der Maiki. Der Maiki macht heute nur Stress. Der will immer mit dem Cookie sich fetzen. Aber wenn die mir zu viel werden, dann kommen sie raus. Da können sie sich dann fetzen. Und doch irgendwie mega. Ich muss jetzt sagen, dass mir die Blätter fast ein Duttel, also wie sagt man auf Hochdeutsch, ein wenig zu dunkel sind. Sprachfindungsstörungen. Aber doch, ist doch toll, oder? Ist das schön? Ich finde es schön, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kleben das jetzt erstmal alles fest. So schaut das jetzt aus. Schaut es mal her. Genau. Ich glaube, wir kleben das jetzt mal fest. Das mache ich kurz ohne euch. Und dann hole ich euch wieder dazu. Und dann schauen wir mal, was wir mit den restlichen Sachen machen. Vielleicht, die Blätter sind mir nämlich wirklich zu dunkel, nehmen wir uns noch irgendwie ein leicht helleres Grün. Vielleicht auch ganz normal einfach diesen Cardstock und machen nur, die kann man ja auseinanderreißen, so kleine Ästchen noch dazwischen. Ich glaube, das mache ich. Also, ich tue mir jetzt nochmal schnell ein paar Gräser oder Blätter ausstanzen, klebe dann diese, so wie wir es jetzt hingelegt haben, fest mit den hellgrünen Blättern dazu und hole euch dann sofort wieder zurück dazu. Bis gleich. Hallihallo, ihr kleinen Bastelschlawiner. Jetzt bin ich wieder zurück. Und so schaut mein Album bis jetzt aus. Ich weiß nicht, ob es mir so gefällt. Moment, ich tue euch mal ein bisschen höher. Ich hoffe, ihr haltet auch höher. Weil irgendwie gibt mein Handyhalter, Ständer, Dingsbums auf. Nee, also ihr wollt nicht wirklich oben bleiben. So, ich halte es euch wieder schräg hin. Mir ist es zu blumig. Aber andererseits gefällt es mir doch. Ich weiß es nicht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich würde jetzt aber trotzdem, obwohl mir das alles schon ein bisschen viel ist, noch mal ein paar Steinchen aufkleben. Und zwar, was nehmen wir denn da? Nehmen wir am besten rosa, oder? Weil, dann nimmt es das rosa noch mal ein bisschen auf. Also ich würde sagen, ja, jetzt schauen wir mal nur, um irgendwas Helleres haben als dieses kracherte Pink. Passt nicht, ne? Nee, das ist so, das hat so ein komisches rosa Ding. Schauen wir mal, ob wir noch was anderes da haben. Nee, nein. Gefällt mir nicht. Vielleicht beim Lila bleiben. Ja, wir bleiben beim Lila. Ich sehe gerade, ich habe jetzt schon so viele Enamel Dots selber gemacht. Und die Farbe, die ich brauche, habe ich dann doch nicht da. Doch, so machen wir das. Wisst ihr eigentlich, warum jeder, also fast jeder, wenn er Enamel Dots aufklebt, 3 Stück an einem Punkt macht? Ich mache das auch und ich weiß gar nicht, warum. Aber mir gefällt's. So, das machen wir jetzt noch schnell zusammen. Dann mache ich hier einen Punkt und hier ungefähr, genau. Klebe meine Dotties, schmeiße meine Dotties durch die Gegend, weil sonst halten sie nicht. So, lege sie auf und lege den nächsten auf. Und das. Also ich kann euch sagen, mir gefällt es schon. Doch, klar, ist schön geworden. Was mich stört ist, ich mag, seitdem ich so klein bin, einfach keine Kunstblumen. Und es sind schon sehr künstliche Schmarriblumen. Oh Gott, ich habe ein Problem. Ich gestalte mein Album mit Blumen und bin dann unzufrieden, weil ich es mit Blumen gestaltet habe. Ja, habe ich eigentlich schon angesprochen, dass wir noch das Gewinnspiel mit 150 Abonnenten machen? Dass wir das noch nicht gemacht haben? Wenn nicht, habe ich es jetzt gemacht.
So, genau. Also das war das Video. Wir gestalten zusammen das Cover von Jasmins Album. Ich sag's euch, bis zum nächsten Video wird es nochmal anders ausschauen. Ich kenne mich. Aber bis dahin wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich mache mal kurz Pause, nehme das Handy in die Hand. Vielleicht kann man dann ein schöneres Video machen. Bleibt nochmal kurz dran. So, also ich wackel natürlich. So schaut's her. So schaut es aus. Genau, und übrigens auf dem Stuhl, an dem meine Kamera befestigt ist, liegt der kleine schwarze Kater, der in der Sonne immer schön braun ausschaut. Das nur mal so nebenbei. Genau. So schaut das Album bis jetzt aus. Ich werde mir noch überlegen, ob das so bleibt oder nicht. Hier unten wird auf jeden Fall noch irgendwie was verändert. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Hab euch lieb. Bussal aus Garmisch. Pfiat euch!